Monster! What is love? Hier bin ich, Monster. Hier bin ich. Das hast du toll gemacht. Das Monster. Auch das war live gesungen. Alle unsere Kandidaten, Stars, maskierten Sänger singen live. Das ist lauter, Jessie. Ja. Ja. Oh, ich könnte nur... So. Oh. Ich sag bloß nicht Hathaway, ne? Auch wenn das vom Brusthaar hinkommen könnte. Ich habe die ganze Zeit versucht, rauszudenken, wo ihre Arme sind in das Ding. Ich glaube nicht, dass es ein professionelle Sängerin ist. Ich glaube eher, dass es jemand sich getraut hat zu singen. Aber das ist nur der erste Schritt. Also um mal bei Ruth Moschners Mutmaßung zu bleiben, ich glaube, es ist eine Frau. Ja. Oder? Ihr seid so spitzfindig. Das finde ich großartig. Deswegen haben wir euch. Also ich habe bei diesem Einspieler erstmal so direkt an Thomas Gottschalk denken müssen. Da waren so viele Gummibären und so Zeug. Ja, ja, ja. Oder Buddy Herbig. Aber dann schön, könnte auch sein. Ja. Genau seine Beine passen hier rein. Ja. Stimmt so. Mehr nicht. Aber, das Doppelte aber auf Wegbegleiter. Weg. Das war irgendwas. Wegbegleiter heißt für mich ein Teil von irgendwas. Dann habe ich sofort gedacht, Kelly Family. Vielleicht, und dann, aber weiß ich nicht. Vielleicht von der Mannschaft, könnte ja auch aber irgendwie eine Sportlerin sein. Sportlerin ja, vielleicht? Ja, ist ja auch Kinderstar, finde ich. Kinderstar? Kinderstar. Ich meine, wir wissen natürlich nicht, in welcher Gehaltskategorie ProSieben hier Leute aufgefahren hat. Am Ende entpuppt sich jemand, den wir für Blüten gehalten haben als Britney Spears. Ne? Man ja, wer weiß. Ja, oder naja, Welt- heisere Beyoncé, kann auch sein. Weltmeister, ist aber Weltmeister oder Weltmeisterin? Also so... Keine Ahnung. Also nee, Kinderstar. Ich bin bei Kinderstar. Aber es könnte ihr, sich ja um jeden handeln. Ne? Meint ihr nicht, dass es vielleicht doch eine professionelle Sängerin ist, die uns alle nur veräppelt? Nee. Und so tut, gesungen, als sei... Ja, weil ich fand die Töne gesungen. Alle getroffen und so. Ja. Nein, ich glaube nicht, dass sie eine Sängerin ist. Und ich meine das nicht böse, wenn du bist, dass du mir leid. Ich bin aber nur diese Woche hier, also... Nein, aber... Hau raus, mein Freund! Hau raus. Lass dich nicht ärgern, Monster. Du hast das toll gemacht. Du hast das sehr, sehr gut gemacht. Habt ihr eine Frage ans Monster eigentlich? Also auf mich wirkst du, ich darf sagen, du wirkst ja sehr tollpatschig und auch ja, so ein bisschen frech Pink. Und witzig, aber auch emotional. Würdest du dich auch so beschreiben? Trifft das auf dich zu? Das ist ein Jein. Ja. Das war's schon. Ja, aber ich kann auch anders. Ah. Ich. Ja, aber ich kann auch anders. Ja, aber ich kann auch anders. Also ich mutmaße mal. Sehr gerne. Ich mutmaße mal, Kinderstar. Ich glaube, es ist Maite Kelly, die uns hier veräppelt. Maite Kelly
die uns hier veräppelt. Ich habe Thomas Gottschalk gehört von Max. Ich habe ja. Maite Kelly gehört. Das ist eine wunderbare Bandbreite. Was wäre das für eine Mischung eigentlich? Ja. Thomas Kelly oder sowas. Das ist dann Matthias Obnöfel, die Mischung. Britney Spears habe ich auch gehört, ne? Ja, nee, also ich weiß nicht so genau. Das ist jetzt schon die ist schon sehr, sehr teuer. Also ich sag mal so, es geht ja auch so ein bisschen darum, zu zeigen, ey, pass mal auf, ihr Ratefuzis da oben, ich kann singen. Und jemand, der dem immer unterstellt wurde, sie können nicht singen, ist zum Beispiel Blümchen. Ne? Also die Sendung hier ist geschaffen für jemanden wie Blümchen, wo es immer hieß, ach, die singt doch eh nur voll Playback. Ja, aber Matthias, aber ich ich gehe jetzt mal auf Blümchen. Also ne, cool. Blümchen ist erstens viel größer oder Matthias ist kleiner geworden. Also Leute, minütlich laufe ich ein. Ja. Ich glaube, es handelt sich hier um eine Sportlerin. Ich auch. Da, also irgendwie was mit Mannschaftsgedanken. Ja. Und Gummibär. Und Gummibären. Gummibärchen oder Jelly oder irgendwas. Wer könnte das sein?